Moin Leute, Martin vom YouTube-Kanal Gewaltig Nachhaltig und ich möchten euch heute ehrlich und unverblümt die Vor- und Nachteile einer DIY-PV-Anlage und einer gekauften zeigen. Deswegen haben wir diese Doppelfolge konzipiert. Moin Martin, also was gibt's auf deinem Kanal zu sehen? Vielen Dank Andreas, mein Name ist Martin vom Kanal Gewaltig Nachhaltig und wir berichten hier eher so über die Full-Service-Projekte, das heißt wir lassen alles machen, wir legen lieber selber nicht Hand an und wir berichten hier über unsere Photovoltaikanlage und über die Sanierung unseres Hauses, die jetzt bevorsteht. Das Ganze soll mit Fördergeldern passieren, darüber berichten wir halt. Und ich will euch in dem Video bei uns einfach zeigen, was das Ganze kostet, Photovoltaikanlage aufzubauen, was für ein Aufwand dabei ist. Und damit gebe ich wieder an dich zurück, Andreas, zum Do-It-Yourself. Okay, ich zeige euch in diesem Video, wie viel Aufwand, Bürokratie und Kosten euch bei einer größeren DIY-Solaranlage mit Akku und Einspeisung erwarten. Denn ich habe das alles selber gemacht und auch erlebt. Nächste Woche bieten wir dann noch einen Livestream an, wo ihr eure Fragen an uns beide loswerden könnt. Also viel Spaß dabei, wir starten jetzt. Okay, die Anschaffungskosten. Also ich zeige euch einfach mal, was ich damals bezahlt habe. Für die PV habe ich ungefähr 3000 Euro für die Panels bezahlt, also ungefähr 10 Kilowattstunden Peak in zwei Strings. Einer mit 320 Watt Panels und der andere mit 410 Watt Jahr Solar Panels. Gekauft habe ich das Ganze bei nils24.de und nein, ich habe keine Koop mit dem Shop und die wissen nicht mal irgendwas von dieser Erwähnung hier. Der Wechselrichter ist ein MPP Solar MPI 5K, den habe ich damals für 1200 Euro bekommen. Heute dürfte der deutlich teurer sein, soweit ich weiß um die 1500 Euro, ich weiß es aber nicht genau. 700 Euro für Montagematerial, also kommen wir so insgesamt auf ungefähr 4900 Euro für 10 Kilowatt Peak PV. Also 490 Euro pro Kilowatt Peak mit allem. Aktuell liegen wir vielleicht eher bei 500 Euro aufgrund der ganzen Preissteigerung. Ganz genau kann ich es aber nicht sagen. Der Akku. 16 x 200 Amperestunden EVE Lithium-Eisenphosphat für 1200 Euro inklusive Versand und Zoll aus China. Und das habe ich gekauft bei Shenzhen Basin, also rund 10 Kilowattstunden insgesamt. Genau jetzt habe ich tatsächlich nochmal 16 230 Amperestunden geliefert bekommen, auch von Shenzhen Basin aus China. Und das hat mich 1500 Euro gekostet, ebenfalls wieder Versand und Zoll inklusive. Und das sind dann rund 12 Kilowattstunden nochmal zusätzlich, plus 200 bis 300 Euro für das BMS und die ganzen Kabel. Also insgesamt 22 Kilowattstunden mit BMS und Kabel für ca. 3000 Euro, also so 136 Euro pro Kilowattstunde. Rechnen wir jetzt alles zusammen, also PV-Module, Akku, Montagematerial, komme ich insgesamt auf ca. 7900 Euro für 10 Kilowatt Peak mit 22 Kilowattstunden Akku. Das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Je nachdem kommt noch ein Austausch für den Zählerschrank hinzu, wenn er zum Beispiel zu alt ist, so für ca. 2000 Euro. Das ist aber bei DIY und Fertiglösung gleich. Trotzdem ist es wichtig zu wissen. Kosten für einen möglichen Kredit fallen halt auch nicht an, da man das im Notfall halt auch nacheinander machen kann. Also der Akku muss zum Beispiel ja nicht sofort dran, das kann ich auch später machen und mir meine Kosten so einteilen. Betriebskosten. In meinem Fall speise ich immer so viel ein, wie ich momentan verbrauche. Also der Stromzähler steht praktisch still. Gibt es jetzt Überschüsse, dann wird der Akku damit geladen und die Überschüsse dann später für den Eigenverbrauch weiterverwendet. Wenn der Akku dann voll ist und PV-Überschüsse vorhanden sind, dann wird erst eingespeist. Der Akku wird übrigens auch im Winter häufig verwendet, zum Beispiel wenn mittags dann Energie, also zu viel Energie reinkommt und die wird dann abends wieder verwendet. Bisher hatte ich einen 10 Kilowattstunden Akku betrieben, wie ich schon gesagt habe, und werde jetzt, wie gesagt, auf 22 Kilowattstunden upgraden. Halt, Andreas, hier muss ich mal kurz einhaken. Wir sagen ja bei uns immer, Batteriespeicher sollte nicht zu groß gewählt werden. Du haust jetzt hier so eine dicke Erweiterung drauf. Da bin ich wirklich gespannt, ob sich das bei dir lohnt und da möchte ich gerne mal deine Zahlen jetzt zusehen. Ja Martin, das ist eine mega komplexe Frage. Na klar gibt es Tage, wo der Akku im Winter leer ist und im Sommer voll, aber das ist eigentlich nicht der wichtige Punkt. Unterm Strich geht es ja um die Erhöhung des Eigenverbrauchs, da ich damit aktuell 36 Cent spare und mit der Einspeisung aktuell 6 bis 7 Cent bekomme. Mit einem größeren Akku steigt logischerweise der Eigenverbrauchsanteil und die Frage, die man sich dann natürlich stellen muss, wie groß ist sinnvoll, also wann amortisiert sich das? Und tatsächlich ist es ein mathematisches Optimierungsproblem, was übrigens mein aktuelles Forschungsthema auf meiner Arbeit ist. Also, was möchte ich haben? Ich möchte die minimale Amortisationszeit haben und das in Abhängigkeit von der Akkugröße, dem tatsächlichen Stromverbrauch, also dem täglichen, den PV-Einnahmen und der Differenz zwischen den Stromkosten und der Einspeisevergütung und natürlich der Preis des Akkus.
Ich zeige euch jetzt eine Berechnung für meinen 10 Kilowattstunden Akku und 22 Kilowattstunden Akku, wo ich diese Faktoren halbwegs gut berücksichtigt habe. Unser Verbrauch im Jahr beläuft sich auf ca. 6500 Kilowattstunden, wobei Heizung über unsere Klimaanlagen läuft, also mit Strom, Warmwasser aber noch über die alte Ölheizung, möchte ich aber auf Dauer auch gerne auf eine Brauchwasser-Wärmepumpe umstellen. Mit unserer PV-Anlage produzieren wir realistisch 7080 Kilowattstunden im Jahr, wobei hier die Wechselrichter und Akkuverluste bereits abgezogen sind. Ja, die kriege ich ja nicht. Mit den 10 Kilowattstunden Akku verwenden wir ca. 3900 Kilowattstunden selbst, was dann eine Ersparnis von 36 Cent für den Strom entspricht und speisen ungefähr 3133 Kilowattstunden ein. Dafür gibt es dann 6,8 Cent aktuell. Und das Ganze entspricht dann einem Autarkiegrad von ca. 61%. Mit dem 22 Kilowattstunden Akku komme ich hingegen auf grob 700 Kilowattstunden mehr Eigenverbrauch im Jahr. Also 4619 Kilowattstunden zu 2461 Kilowattstunden Einspeisung. Das entspricht einem Autarkiegrad von ca. 71% und das ist schon sehr hoch. Wenn ich jetzt meine Module zum Beispiel noch aufständern würde, könnte ich das Ganze noch deutlich verbessern, da ich im Winter dann mehr hätte und im Sommer weniger, was eine günstigere Verteilung für mich wäre. Möglicherweise gehe ich das auch irgendwann an. Jetzt die große Frage, was bringt mir das aber in Euros? Mit dem 10 Kilowattstunden Akku spare ich ca. 1641 Euro Strom im Jahr und davon sind ca. 1430 Euro Eigenbedarf und 213 Euro bekomme ich durch die Einspeisevergütung. Beim 22 Kilowattstunden Akku spare ich dann 1838 Euro insgesamt, wovon 1671 Euro Eigenbedarf und 167 Euro Einspeisevergütung sind. Ob jetzt mit dem 22 Kilowattstunden Akku oder mit dem 10 Kilowattstunden Akku, beide Anlagen haben sich dann nach ca. 4-5 Jahren schon bezahlt gemacht und das ist verdammt gut. Der Preisunterschied von 1500 Euro durch den größeren Akku würde sich allerdings erst nach 7,5 Jahren amortisieren, also wenn man nur diesen betrachtet. Da wir aber innerhalb dieser Zeit vermutlich ein E-Auto bekommen werden und auch noch eine Brauchwasserwärmepumpe, wird das vermutlich noch besser werden. Was auch schön daran ist, mir ist die Vergütung fast egal. Ja, die fällt bei mir einfach kaum ins Gewicht durch diesen hohen Autarkiegrad. Also egal, welche großartigen oder auch weniger großartigen Ideen die Jungs und Mädels von der Regierung noch haben werden in den nächsten 10 Jahren, ist mir einfach komplett scheißegal. Okay, Hardware und Hersteller. Bei DIY bin ich halt komplett frei, was die Hardware und die Hersteller angeht, also Speziallösungen wie Hotspot-Free-Module, Halbzellen, Bifazial, Glas-Glas-Module, DIY, Lithium-Eisenphosphat-Akku oder von mir aus auch LFMP-Akkus, was Neues. Alles möglich, alle Hersteller und Lieferanten sind komplett frei wählbar. Bei den meisten Fertigangeboten, die mir bisher gezeigt wurden, ist es meistens so, dass halt feste und oft nicht ganz günstige Hersteller verwendet werden. Ja? Zum einen, was die PV-Module und auch die Wechselrichter und so weiter angeht. Das muss natürlich nicht immer schlecht sein, weil je nachdem ist man ja auch froh, wenn man sich mit dem ganzen Kram gar nicht auseinandersetzen muss. Aber wenn man halt so ein Technikfreak ist wie ich, ja, dann würde mich das mega flachsen, wenn ich diese Auswahl gar nicht hätte. Der Arbeitsaufwand, ja, der ist natürlich relativ hoch und hängt davon ab, was man alles selbst macht. Erst musst du halt planen, dann musst du die Teileliste aufstellen, Angebote vergleichen, das Ganze dann bestellen, danach die PV-Halterung anbringen und die Panels befestigen. Und währenddessen praktisch auch immer die Kabel mitverlegen, danach dann die Elektrik anschließen, den Akku aufbauen, das Balancen, das BMS anschließen, den Wechselrichter anschließen. Ich selbst habe das BMS und das gesamte Monitoring komplett selbst entwickelt und den Balancer vermutlich auch bald. Da kommt also auch noch mal was dazu. Das muss man aber nicht tun, diese Selbstentwicklung. Das kann man auch gut kaufen. Dazu kommen natürlich noch die Termine mit dem Elektriker und die ganze Bürokratie. Dazu komme ich aber gleich noch mal gesondert. Aber dann kann es im Prinzip losgehen. Den ganzen Aufwand würde ich also circa auf 2 Wochen reine Arbeitszeit einschätzen, also schon sehr, sehr viel. Also kein Vergleich zum Full-Service, da habe ich erheblich weniger. Aber man muss es halt wirklich wollen und gerne machen und auch einiges an Kenntnissen mitbringen, damit man alles ordentlich und sicher macht. Es sind oftmals Spannungen von mehreren hundert Volt, mit denen man arbeitet und auch den Umgang mit den Batterien sollte man sehr, sehr gut kennen.
Okay, die Anmeldung, da kenne ich genau zwei Möglichkeiten. Zum einen, du musst einen Elektriker finden, der beim Netzbetreiber registriert ist und eine Konzession hat. Oder du brauchst einen Elektriker, mit dem du die Anlage aufbaust und dann nimmt der Netzbetreiber die Anlage selber ab. Das ist abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber, das handeln die alle unterschiedlich. In jedem Fall musst du einen Elektriker finden und das kann natürlich nervig werden. Man muss halt da viel telefonieren oder man kennt einen, der einschätzen kann, ob das mit dir geht oder nicht. Die meisten, die ich kenne, sind aber immer fündig geworden. Der Elektriker checkt dann alles, beanstandet vermutlich noch einiges und dann baut er den Zwei-Richtungszähler an und eventuell ist auch noch ein Zählerschranktausch nötig, je nachdem, wie neu deiner ist. Wenn dann alles okay ist, kommt die Anmeldung beim Netzbetreiber und beim Marktstammdatenregister und dann kann es tatsächlich losgehen. Ein paar Formulare noch ausfüllen und geschafft. Mein Prozess ist jetzt mittlerweile fast durch und hat bisher ungefähr 8 Monate gedauert und der Großteil davon war Wartezeit. Ob ich jetzt die Einspeisevergütung rückwirkend bekomme, keine Ahnung, der Zähler zählt es auf jeden Fall, ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal, denn der Großteil wird ja eh selber verbraucht, also was soll's. Insgesamt fand ich es jetzt ziemlich nervig, es ist aber machbar. Sicherheit. Schwieriges Thema, hier sehe ich es tatsächlich zwiegespalten. Beim DIY-Aufbau der PV-Anlage, also der Module, hängt es sehr, sehr stark von der ausführenden Person ab. Letztlich musst du das Ding ja abnehmen lassen und das geht nicht, wenn du da große Mängel hast. Die meisten Elektriker sind bei DIY eher doppelt so vorsichtig und sehr, sehr kritisch. Der Aufbau und die Arbeiten an der Elektronik sind aber auf jeden Fall gefährlich, ja, das will ich nicht schönreden. Zumindest, wenn man keine Ahnung davon hat. Deswegen rate ich hier nochmal jedem, wenn du unsicher bist und dich damit nicht auskennst, dann lass bitte unbedingt die Finger davon. Ja, es sind echt hohe Ströme, es sind hohe Spannungen und man kann jede Menge falsch machen bei den Sicherheitssystemen. Im Zweifelsfall kommt in unser Forum und fragt einfach, das ist wie gesagt ausdrücklich erwünscht. Keiner wird euch für verrückt oder blöd erklären, aber gegebenenfalls nett davon abraten oder kleinere Lösungen vorschlagen, die dann vielleicht besser passen. Was den Akku angeht, kannst du bei der DIY-Lösung die Zellchemie, das Monitoring und das BMS selbst wählen und damit auch die Sicherheit dessen. Die meisten gekauften Akkus werden oftmals einfach laufen gelassen, ohne regelmäßige Wartung und ohne Monitoring. Und das ist in meinen Augen tatsächlich absolut fahrlässig. Und bei einigen Zellchemien, die auch wirklich immer noch in aktuellen Akkus verbaut sind, ist das nach längerer Zeit auch potenziell gefährlich. Gekauft ist nicht unbedingt gleich 100% sicher. Das ist ein absolut gefährlicher Trugschluss in meinen Augen. Jemand wie ich oder zum Beispiel Jens vom Kanal Meine Energiewende verwenden nur nicht brennbare Zellchemien und wir haben sehr krasse Monitoring-Möglichkeiten und wir nutzen diese auch intensiv. Wir sehen also sehr, sehr schnell, wenn etwas nicht stimmt, da wir jeden Winkel und jeden Akku einfach in- und auswendig kennen und alles selber getestet haben. In meinen Augen der wichtigste Punkt bei der Akkusicherheit. Versicherung. Also hier ganz klar ein Punkt für die Fertiglösung, da braucht man überhaupt nicht zu diskutieren. Einfach bei der Versicherung melden und gut, fertig. Jens von Meine Energiewende, der ebenfalls eine sehr große DIY-Anlage betreibt, hat bei der Hausversicherung Bilder plus alle Unterlagen hingeschickt und es wurde bei ihm ohne Probleme akzeptiert. Ich werde das auch bald machen und euch dann berichten, ob es geklappt hat oder nicht. Also es ist möglich, aber es bedeutet zusätzlichen Aufwand und ob es immer klappt, das weiß ich auch nicht, kann ich nicht sagen. Und ob die im Schadensfall bezahlen, weißt du letztlich auch immer erst, wenn es dann wirklich soweit ist. Bei einem großen Schaden werden die wohl immer probieren, aus der Nummer irgendwie rauszukommen. Völlig egal, ob das jetzt eine Installateuranlage war oder nicht. Eieiei, Andreas, da hast du aber eine Menge Arbeit reingesteckt. Also ich würde mir das ersparen. Ich suche mir eine Fachfirma, die das Ganze bei mir baut. Ich zahle natürlich ein bisschen mehr, ist klar. Aber den Aufwand, den du da betreibst, den will ich wirklich nicht betreiben und ich glaube auch nicht, dass das bei mir so toll würde. Schon aus Sicherheitsgründen würde ich da lieber die Finger von lassen, weil ich habe da einfach viel zu wenig Ahnung von der Technik selber. Photovoltaikanlage planen, wie machen wir es am vernünftigsten? Das ja, aber nee, das was du da machst, das erspare ich mir lieber. Und deshalb bei uns auf dem Kanal weiterhin die Full-Service-Geschichte. Da könnt ihr sehen, wie es halt läuft, wenn man alles machen lässt, wie man sich am besten Handwerker sucht, was für Förderungen es gibt. Über sowas berichten wir doch lieber, als dass ich meine Finger in die Batterien reinstecke. Das lassen wir lieber. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat unsere Zusammenarbeit gefallen und euch möglicherweise geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Schaut euch Martins Video auf jeden Fall an und abonniert auch bitte seinen Kanal. Wir ergänzen uns, finde ich, thematisch richtig gut. Ach ja, und nächste Woche sind wir beide im Livestream, um eure Fragen zu beantworten. Also viel Spaß dabei und macht's gut.